Wir haben gestern eine Vorführung gesehen, ganz interessant. Was ist das eigentlich? Hundesport? Eigentlich ist es Zughundesport. Gestern habt ihr gesehen, ganz kurz, Scooter-Jöring. Das heißt, der Hund zieht und beschleunigt einen geländegängigen Scooter. Und mein Hund ist ein Langhaar-Weimaraner und ich selber mache mit ihm Canicross noch. Das heißt, ich laufe mit dem Hund und der Hund beschleunigt mich. Und ich mache genauso auch Bike-Jöring auch. Das heißt, ich fahre mit vorgespanntem Hund vor dem Mountainbike auch im Gelände. Wir haben ja vorher schon gesprochen, es ist also im Prinzip auch wie Schlittenhunde rennen und das macht ja er auch, ne? Ja, das ist vom Prinzip wie Schlittenhunde rennen, also die Geschirre sind auch aus dem Schlittenhundesport abgeleitet. Der Hund zieht, beschleunigt eben das Ganze, ist jetzt nicht an den Schnee gebunden. Natürlich kann man das auch im Schnee machen mit Langlaufski, das nennt sich dann Skijöring im Winter. Aber da wir in Österreich immer weniger Schnee haben, ist das jetzt mehr auf das Laufen, Biken und Scootern umgeschwenkt. Und man muss sagen, solange es nicht zu heiß ist für die Hunde, weil die Hunde ja nicht schwitzen können, ist das auch kein Problem und man kann den Hund wirklich körperlich, aber auch geistig wirklich sehr gut auslassen, weil der Hund eben auch die Kommandos und in Teamarbeit mit dem Menschen zusammenarbeiten muss. Kann das jeder Hund machen? Oder, also ich meine, ist mir schon klar, dass ein Dackel wird es wahrscheinlich nicht schaffen, aber so von der Hunderasse her? Dackel kann es natürlich auch machen, wenn der Dackel gesund ist, der rennt halt dann nicht so schnell. Ja. Also wenn der Mensch auch die gemütliche Version ist zum Dackel, meistens passt ja Hund und Mensch zusammen, dann kann man da auch langsam und gemütlich laufen gehen mit dem Hund. Auch ein Dackel habe ich auch schon gesehen. Ja. Aber man sagt, der Hund 8-10 Kilo Eigengewicht ist jetzt gut, damit kann man schon ganz gut laufen, weil so ein Hund mit 10 Kilo kann bis zu 50 Kilo Zug auswirken, was dem Menschen schon ganz gut helfen kann und wirklich Spaß macht, Mensch und Tier. Natürlich, wenn der Hund schwerer ist und Zug stärker, dann kann der Hund den Menschen natürlich noch mehr beschleunigen, was dann aber natürlich auch wieder gewisse Gefahren in sich birgt, wenn dann wirklich viel Zug anliegt, das kann dann den Menschen schon wirklich auch verletzen auch. Das heißt, es kann im Prinzip jeder Hund machen, er muss nur gesund sein, das ist mal die Voraussetzung und es sollte beiden dann natürlich auch Spaß machen, Hund und Mensch. Es sollte der Hund gesund sein vom Bewegungsapparat, es sollte der Mensch auch gesund sein, also beide sollten gesund sein, das sollte zusammenpassen und dann kann man den Sport einfach beginnen, ja, mit dem richtigen Equipment und natürlich mit der richtigen Vorsicht in dem jeweiligen Sport, den man dann machen will. Ja. Also wenn ich jetzt auf den Guster gekommen bin, ich möchte das gerne mit meinem Hund machen, wo kann ich mich da hinwenden? Wenn man auf den Guster gekommen ist und sich denkt, das interessiert mich, das möchte ich mir mal anschauen oder auch nur anschauen, dann kann man bei uns vorbeischauen auf der Homepage www.speedrunners.at. Da kann man bei uns zu einem Probetraining, zu einem Training kommen, das ist gratis. Was wir auch machen, sind aber auch dann Workshops, wo man dann wirklich erklärt in die Tiefe, was man beachten muss, welche Gefahren, welche Vorteile von der Ausrüstung her, vom Training und, von den Temperaturen. Das wird man bei uns alles kennenlernen, genauso organisieren wir auch Rennen auch in Wien und in der Umgebung. Oder sonstige Trainings oder Spezialtrainings wie Nachtläufe, die dann natürlich noch anspruchsvoller sind mit Stirnlampe, aber den Menschen und den Hunden dann sehr viel Spaß machen, weil dann noch ein bisschen mehr Abenteuer dahinter ist und wirklich Spaß drin. Das heißt, man soll es aber nicht selbst probieren, dass man jetzt hergeht, den Hund einen normalen Strick anbindet und damit losläuft, mit Skateboard oder anderen Dingen, sondern man sollte es wirklich richtig betreiben. Ja, also einfach so irgendwie probieren mit Halsband oder mit irgendeinem Führgeschirr, das kann leider die Gesundheit vom Tier sehr beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen führen, die nachhaltig dann nicht mehr zu beheben sind oder auch vom Menschen auch, wenn man dann mit einer Flexileine oder irgendwo am Skateboard sich hinterherziehen lässt, dann die Geschwindigkeit so hoch wird und der Mensch auch wirklich großen Schaden nehmen kann. Ja. Da hat keiner was davon. Also wenn man sich dafür interessiert, dann sollte man da schon professionell auch sich besser darüber informieren und die Gefahren nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, wer es machen will, soll sich zuerst informieren, am besten bei euch. Wir werden auch das einblenden noch einmal. Und dann ist dem Vergnügen wahrscheinlich kein Halt geboten. Nein, und vor allem, man muss auch sagen, die Hunde lernen das dann auch, das Zugverhalten und das richtige Verhalten in der Gruppe dann auch meistens viel besser, wenn wir Gruppentrainings machen. Dann haben die Hunde Spaß, können dazwischen eventuell spielen.
und die Menschen können sich auch unterhalten und es ist meistens eine sehr nette Gruppendynamik und es sind sehr nette Gruppen bei uns und da fühlt sich jeder sehr wohl. Wir sind umgeben von lauter Hunden. Jetzt Versicherung, Hunde, da denkt man automatisch an die Hundehaftpflicht, aber es gibt ein bisschen mehr, ne? Ja, richtig, es gibt ein bisschen mehr. Es gibt die Hundehaftpflicht sowohl auf der einen Seite für den privaten Hundehalter, der sie abschließen kann, muss mittlerweile, die wir auch anbieten. Wir haben ein Spezialprodukt auch da für den privaten um 18 Euro im Jahr. Und wir haben auch etwas ganz Spezielles, allerdings jetzt nicht für den privaten Sektor, sondern für den beruflichen Sektor, für all diejenigen, die hier auch in der Hundeschule Mansberger ihre Ausbildung gemacht haben zum Tiertrainer, Tierpsychologen. Für die haben wir ein spezielles Produkt gestaltet. Ich, Bernhard Riss, Versicherungsmakler in Kombination mit der Wiener Städtischen, haben ein Produkt gestaltet, die Tierbetreuerhaftpflichtversicherung, das heißt für alle Tierbetreuer eine spezielle Haftpflichtversicherung. Da fallen eben auch hinein Tiertrainer, Masseur, Tiersitter, Wellness- und Schuhbereich, 2 Millionen Versicherungssumme und sowohl die Schäden am Tier, die verursacht werden, also die Sachbeschädigung, es ist nicht gern gehört, aber es ist leider so immer noch, das heißt die Beschädigung am Tier selber, sowie auch die Schäden in der Tätigkeit werden dadurch gedeckt. Das heißt, wenn ich einen Hundeschuh habe und ich verletze ein Tier, dann ist das versicherungsmäßig gedeckt? Richtig, genau. Dann wäre das zum Beispiel gedeckt. Oder für den Wellness- oder Schuhbereich jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Tier gerade bei der Schuhe habe, das heißt, er wird geschoren und da passiert ein kleines Malheur, wie es wird ins Ohr geschnitten zum Beispiel. Die Tierarztkosten, die daraus resultieren, die werden dann von der Versicherung gedeckt. Also das ist eine ganz wichtige Sache, überhaupt, wenn man damit beruflich zu tun hat. Auf jeden Fall, weil das die Themen, die die Haftpflichtversicherung, die Punkte, die Haftpflichtversicherung deckt, wären. Auf der anderen Seite, wenn ich die Haftpflichtversicherung nicht habe, ein existenzgefährdendes Risiko. Daher besser, man schließt es ab. Das heißt, wenn ich aber nichts mit Hunden zu tun habe, ich kann trotzdem auch zur Firma Riss gehen und mich dort versicherungstechnisch beraten lassen. Auf jeden Fall, natürlich. Also wir machen von A bis Z alle Versicherungen und sowohl für den privaten als auch für den Firmensektor.